Ja, okay. Servus an alle zusammen. Servus auch an Flo, der heute mit dabei ist. Und natürlich Servus an das Ehepaar Contento. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Mal so Hand aufs Herz. Wer hat sich mehr über das Karriereende gefreut von euch beiden? Was nochmal? Wer hat sich mehr über das Karriereende gefreut von euch beiden? Keiner. Also. Also für die Frau ja, aber für den Mann nicht mehr. Also zwei haben wir zusammen. Ja gut, dann fangen wir an, würde ich sagen. Diego, wie kam es jetzt schlussendlich dazu, dass du dich doch für ein Ende deiner Karriere entschieden hast, anstatt nochmal einen anderen Profiverein zu suchen? Das war ja im letzten Gespräch eigentlich das, was du uns gesagt hast, was dein Ziel wäre. Und jetzt kam ja dann doch vor 2 Wochen überraschend dein Karriereende. Ja, es war halt eine schwierige Situation, weil nach Sandhausen habe ich dann 1,5 Jahre keinen Verein gefunden. Also ich war auf der Suche, habe mich auch fit gehalten, war auch 100% fit. Ja, das ist das Problem. Also der Fußball hat sich auch ein bisschen verändert. Und ja, es ist halt leider nichts zustande gekommen. Und ich denke mir, es schließt sich eine Tür und deshalb öffnet sich eine neue Tür. Und so habe ich mir auch überlegt, die Karriere zu beenden. Und habe dann auch ein bisschen bei den Bayern-Legenden mitgespielt und es hat auch Spaß gemacht. Gab es gar keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Vereinen, die du jetzt nennen könntest? Doch, es gab schon Angebote und auch Anfragen, aber nicht die ich also wollte. Und wie gesagt, ich habe mich fit gehalten. Und leider kam ja nichts zustande und ja, ist leider so. Dann jetzt Blick in die Zukunft. Wie geht es jetzt nach dem Karriereende weiter? Du meintest ja, du möchtest den Sport auf eine andere Art und Weise ausleben. Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Ja, ich mache gerade den Trainerschein. Also ich bin gerade auf der Übung noch Trainer zu machen und ja, das ist mein Ziel, im Trainerbereich was zu machen, in der Jugend und vielleicht mal höher, im Scouting-Bereich auch. Und wie gesagt, ich bin bei den Bayern-Legenden und spiele da auch mit. Und das ist auch für mich eine Ehre, für Bayern zu spielen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn ein Ex-Profi den Trainerschein macht? Musst du ganz unten quasi anfangen oder gibt es da ein Level, wo du als Ex-Profi eben einsteigen kannst? Ich glaube, du als 7 Jahre Bundesligaspieler oder länger als Profi hast du, ich glaube, den B-Schein hat man da schon. Und wie gesagt, aber ich fange auch vom B-Schein an, weil ich würde auch gerne wissen, wie als ein Trainer fungiert. Und das macht mir Spaß und ich hoffe, dass ich weit komme. Also, dass du selber die gesamte Erfahrung da irgendwie... Genau. Ich glaube, als Fußballer und als Trainer ist schon ein Unterschied, habe ich gemerkt. Bestimmt. Würde für dich ein Spielertrainer in Frage kommen, dass du beides irgendwie nochmal so ein bisschen verknüpfen kannst oder sagst du, dass als Spieler war es das komplett? Ja, es kommt drauf an. Also ich bin noch jung, also ich kann sagen, ich kann auch Spielertrainer machen. Klar, man muss immer von unten anfangen, aber das kann ich mir schon vorstellen. Aber mein Ziel ist es ja auch, den Trainer zu machen, nur Trainer. Aber wie gesagt, im Fußball ist alles möglich. Also du lässt es einfach mal so ein bisschen auf dich zukommen. Ja. Denkst du, dein Weg führt dich vielleicht irgendwann mal wieder zurück zum FC Bayern, jetzt vielleicht auf eine andere Art und Weise? Also das ist mein Ziel. Also wie gesagt, ich bin aus München, ich bin da aufgewachsen. Für mich ist Bayern, mir ist an mir. Ist für mich wie eine Familie und ich hoffe es und ich bin da überzeugt. Also schon irgendwie das Ziel zu sagen, Bayern, ich komme wieder. Also mein Ziel ist es schon, ja. Also wie gesagt. Ich bin ja schon ein bisschen da. Ja, wie gesagt, mein Ziel ist es schon, bei Bayern was zu machen, weil das ist mein Heimatverein und das bleibt auch immer so. Verfolgst du aber noch das, also das klar, weil du jetzt auch erzählt hast, du spielst auch mit den Bayern-Legenden noch zusammen. Wie läuft es dann da ab? Also trefft ihr euch einmal in der Woche an der Siebener Straße, trainiert ihr dann oder sowas? Oder wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, jeder muss für sich selber trainieren, weil wenn du ein Giovanni Elbert und ein Paulo Sérgio in Brasilien ist und dann mal in der Woche... Nein, also man trifft sich alle 2, 3 Monate oder wie gesagt, trifft man sich auf ein Spiel, auf ein Benefizspiel und ja, da wird gespielt. Okay. Da ich auch der Jüngste jetzt da drin bin und der Fitteste, muss ich laufen.
Stimmt. Spielst du dann auf der 10, weil die anderen Leute spielen? Überall, weil die meisten da. Okay. Aber du verfolgst ja dadurch dann auch den FC Bayern noch. Ich habe dich beim Testspiel gegen RB Salzburg am Campus. Warst du Co-Kommentator, glaube ich, von FCB TV? Kann das sein? Oder für wen warst du da? Warst du für FCB TV? Warst du ja noch dabei? Wie beurteilst du jetzt die aktuelle Saison? Die Bayern sind immer noch Zweiter. Haben jetzt einen Punkt Rückstand auf dem BVB. Jetzt kommt es zum Spitzenspiel. Glaubst du, es wird die 11. Meisterschaft in Folge? Oder was sagst du? Ist ja gerade viel los, wie immer beim FC Bayern. Das ist ja, wer Bayern kennt, weiß, wie Bayern ist. Also ich bin davon überzeugt, dass sie auch die 11. Meisterschaft holen, weil die sind gerade überall in jedem Pokal noch dabei und ich bin überzeugt, dass sie auch in der Champions League sehr weit kommen und im DFB-Pokal auch. Also sie spielen gerade einen super Fußball und ja. Dein Tipp fürs Topspiel am 1. April, Bayern-BVB, was sagst du? 2-0 für Bayern. 2-0 für Bayern. Bist du im Stadion? Ich hoffe es. Ja, ich denke, dass ich im Stadion bin. Gut, dann hoffen wir das mal so. Ich bleibe jetzt nochmal kurz beim FC Bayern, zur aktuellen Mannschaft und sowas. Einer deiner Nachfolger quasi sozusagen auf der Außenverteidigerposition ist der João Cancelo. Ja. Was kannst du über den sagen? Er ist ja auch ein Spieler, der sehr polarisiert und auch ein besonderer Spieler. Kannst du ihn irgendwie einschätzen? Kannst du über ihn was sagen? Hast du schon mal mit ihm gesprochen, vielleicht auch bei Bayern, dass du ihn mal getroffen hast? Nein, noch gesprochen noch gar nicht. Aber ich finde, für mich ist er ein Weltklasse-Außenspieler. Der kann so links und auch rechts spielen. Also wie gesagt, er hat Qualität auf beiden Seiten, mit links oder wie rechts. Und ist für mich ein Weltklasse-Spieler. Und auch ein Weltklasse-Spieler ist ja Alphonso Davies. Er hat dann doch noch mal ein bisschen mehr Tempo gehabt als du, oder? Hättest du es mit ihm aufnehmen können? Also, ich sag, der Fußball hat sich verändert. Ne? Also, ja. Ich war vielleicht nicht schneller als er, aber aggressiver, kann man so sagen. Also, wenn er schneller wäre, wäre er auf dem Boden. Nein. Also, nein, wie gesagt, man braucht auch von Alphonso Davies nicht reden, weil der ist seit 2 Jahren auch Weltklasse geworden ist, muss man sagen. Vor 3 Jahren war er noch, glaube ich, bei den Amateuren, hat er noch gespielt, glaube ich, bei Bayern. Und sieht man jetzt in 2 Jahren, was er da gemacht hat, ist einfach überragend. Ich habe zu lecker gekocht, deswegen war Diego nicht so schnell. Ich habe Honigs gegessen. Zucchini cool. Auffällig, also das ist jetzt auch wieder so ein bisschen eine intimere Frage, ist jetzt übertrieben, aber auffällig war früher, Uli Hoeneß hat ja Spieler wie Franck Ribéry oder Arjen Robben oder auch dich, hat ja sämtliche Leute, also die Spieler beim FC Bayern immer sehr verteidigt. Hat sich ja quasi wie immer vor dir gestellt mit Jahl und alles. Hast du ja auch damals noch mitbekommen, in der heutigen Zeit, jetzt wie Anfang des Jahres, Serge Gnabry in Paris war, hat man das vom Verein so ein bisschen vermisst, da wurden sie eigentlich alleine gelassen. Also ist das nicht irgendwie gerade schwierig beim FC Bayern, dass sich da ein bisschen was geändert hat? Oder wie siehst du das als halb Außenstehender und halb Teil des FC Bayern sozusagen? Ja, die Generation hat sich auch verändert. Also früher war es nicht so viel medial als wie jetzt. Also jetzt hast du Instagram und TikTok und Facebook, das ist so alles, was du machst. Ja, also der FC Bayern unterstützt immer die Spieler. Und wie gesagt, das muss der Verein entscheiden, was er mit den Spielern macht. Also, da kann ich leider nicht reinreden, oder? Noch nicht. Nee, ja. Nee. Wie gesagt, der Verein muss das wissen und entscheiden, was sie mit den Spielern machen. Ja. Du hast ja erzählt, oder wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass du jetzt einen Trainerschein machst. Das hat ja dann auch viel mit Pädagogik zu tun. Ist ja dann nicht nur rein kicken. Und da kommt ja dann deine Frau ins Spiel, weil die ja ein ganz spannendes Projekt hat. Magst du da mal drüber berichten, Jessica? Gerne. Du meinst, was wir machen? Ja, genau. Also ist ja, ja, genau. Ja, ich habe ja 2017 gemeinsam mit meinem Bruder Instituto gegründet, eine Online-Nachhilfe. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt befand ich mich ja noch in Frankreich mit Diego in Bordeaux. Und ich habe es geliebt, Mutter zu sein, aber mir hat ein bisschen was gefehlt. Und deshalb war ich dann ganz froh, dass wir da auf die Idee gekommen sind, ursprünglich von meinem Bruder, weil er Nachhilfe gegeben hat. Ich war eher
die Kandidatin, die Nachhilfe in meiner Schulzeit genommen hat. Und ja, ich hatte meine zwei Kinder und ich wusste jetzt spätestens in 2 Jahren, 2019 wurde meine erste eingeschult, werde ich damit konfrontiert mit dem Thema Schule, mit dem Thema Bildung. Und deswegen habe ich mich da so nahe gefühlt und war Feuer und Flamme, wo wir gesagt haben, komm, lass uns da was gemeinsam gründen. Und im Laufe der Zeit, natürlich auch durch Diego, in den Gesprächen habe ich immer ein bisschen mehr rausgehört, dass ja, viele Spieler auf der Strecke bleiben, weil einfach nicht jeder Profi werden kann. Und was wird dann aus denen? Das ist ja auch so eine psychische Sache, ne? Die kommen in einen Verein, vor allem in so großen Vereinen und mit einem Ziel, auch glaube ich von den Eltern gesteuert, du musst was Großes werden und die wollen auch was Großes werden, aber leider schaffen es ja nur ganz wenige. Und da hatte ich dann meine ersten Gespräche damals mit Fortuna Düsseldorf und ich werde es nie vergessen, ich saß da Stunden, weil damals ja online die digitale Welt noch nicht die Welt war, wo wir heute stehen. Und wir sind noch weit davon entfernt, was Digitalisierung und Bildung betrifft. Aber damals saß der Pädagoge vor mir und meinte, ja, aber wie passiert das dann? Ne? Lernt der Schüler dann auch richtig und der Spieler? Und ich sagte, ja klar, weil bei uns war es immer wichtig, dass der Faktor Mensch nicht verloren geht. Also bei uns werden wirklich die Kinder mit einem echten Menschen, also mit einem Tutor konfrontiert. Die arbeiten digital eben auf einer digitalen Tafel, interaktiv. Also da kann man alles Mögliche hochladen, sei es Arbeitshefte, Arbeitsblätter, Hausaufgaben, alles, was man eben so in der Schule hat. Und ja, und die Vereine, die haben da ganz schnell verstanden, okay, wir müssen ja auch was für die Kinder tun, was sie ja auch schon bis dato getan haben. Wir haben ja auch Pädagogen vor Ort. Aber das war halt nie so flexibel, aufgrund dessen, dass die Spieler natürlich einen vollen Stundenplan haben. Die haben ja nicht nur die Schule am Vormittag, sondern eben die ganzen Trainingseinheiten. Und ja, Easy Tutor ist ja super easy, also einfach und sehr flexibel. Und das ist genau das, wovon die Vereine auch profitieren. Und eben ganz wichtig, da findet sehr großer Austausch zwischen uns, Easy Tutor und den Vereinen, also den entweder den Pädagogen oder die Leiter des Nachwuchsleistungszentren, sodass auch wirklich alles unter Kontrolle bleibt. Mhm. Und habt jetzt, ich hatte jetzt gelesen, dass ihr mit der Hertha habt ihr jetzt schon eine Kooperation, glaube ich, abgeschlossen. Ist das richtig? Oder? Genau, also die Hertha ist tatsächlich gerade der aktuellste Verein, nicht der letzte Verein. da in vielen Gesprächen auch. Okay. Ist der FC Bayern, wart ihr beim FC Bayern auch schon vorstellig? Habt ihr mit ja. Wir haben ja mittlerweile 10 Bundesliga-Vereine aus der Erde. Okay, gut, das wusste ich gar nicht. Gut, dass ich nicht dabei war. Ja, der FC Bayern war unser zweiter Verein. Ah ja, okay, super. Cool. Magst du weitermachen? Wie kann man sich das vorstellen? Was genau ist denn deine Aufgabe jetzt? Was machst du die ganze Zeit für euer Unternehmen, wenn du das jetzt mal so uns erklären müsstest? Ja, sehr gerne. Also im Unternehmen selbst bin ich für diverse Kooperationen zuständig, wie unter anderem auch mit den Bundesliga-Vereinen, aber auch klassische Kooperationen wie Müller-Drogeriehandel, also dass wir dort vertreten sind, aber auch für die PR-Arbeit. Also ich sorge einfach für die Bekanntheit des Unternehmens und auch eben, dass ganz viele benachteiligte Kinder von uns profitieren können. Also ich engagiere mich sehr stark sozial. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, als Mama natürlich von 2 Töchtern. Und ja, es macht mir wahnsinnig Spaß. Was ist dein persönliches Ziel, was du jetzt so mit deiner Nachhilfeplattform erreichen möchtest? Ja, ich möchte definitiv Bildung für jeden zugänglich machen. Das ist mein persönliches Ziel. Das ist auch das, worauf ich mich fokussiere. Und ja, ich auch da auf einem guten Weg bin, würde ich sagen. Wie wertvoll war das quasi, dass Diego, jetzt ohne Anführungszeichen, dass Diego als bekannter Fußballstar da dir halt irgendwie den ersten Schritt geholfen hat, dass das da irgendwie reinkommt? Also wie wichtig war das, ja, dass dein Ehemann halt so ein erfolgreicher Fußballer ist? Oder glaubst du, dass das auch so funktioniert hätte? Nee, ich stand dazu immer. Also ich konnte natürlich mich durch Diego sehr stark vernetzen, auch was die Fußballvereine angeht. Damals war er ja bei Fortuna Düsseldorf tätig und dadurch sind auch dann die ersten Gespräche entstanden. Das ist kein Geheimnis. Ich denke auch, dass es ganz normal ist, dass man sich vernetzt, eben Kontakte knüpft, weil
es keinem schaden kann. Also das empfehle ich jedem da draußen, egal jetzt, ob man in der Öffentlichkeit steht oder eben auch nicht. Nee, du hast ja dann, weil du zuletzt medial angekündigt hattest, nachdem Diego seine Karriere beendet hat, hattest du ja auch gesagt, ich glaube beim Express war das, oder ich weiß nicht, ob es auf Social Media war, hast du ja auch deine Karriere als Spielerfrau beendet. Aber du hast ja, wirkst ja jetzt nicht so wie die klassische Spielerfrau. Also ich meine, man hat ja dann schon klar diverse Privilegien genossen, wie du jetzt gerade gesagt hast, du hast halt einfach dich vernetzen können und sowas. Aber was macht eine, ja, was macht eine klassische Spielerfrau für dich aus? Also wie willst du die jetzt personifizieren sozusagen? Oder willst du darüber sprechen, willst du sagen, ja? Ja, nee, also ich bin ja da ganz offen mit dieser Thematik. Also ja. Ich hatte ja meinen Post auf LinkedIn hochgeladen, was dann Express dann darüber berichtet hat. Ich habe mehrmals mich öffentlich auch dazu geäußert. Ich habe schon immer gesagt, ich habe nichts dagegen, dass ich als Frau von betitelt werde oder als Spielerfrau. Damit bin ich fein. Ich finde es eher nur schade, dass man nicht hinterfragt, was steckt denn hinter dieser Person. Also ich finde, klar habe ich durch Diego vielleicht die eine oder andere Möglichkeit gehabt oder mir wurde eine Tür geöffnet. Durchlaufen musste ich aber selber. Und das ist so das, was ich schade finde, dass man alle in eine Schublade steckt und gar nicht so hinterfragt, wer steckt denn da dahinter. Genauso heißt es ja immer so schön, Frauen von Fußballern müssen nur schön sein und sind für, keine Ahnung, Kosmetik und Shoppen interessiert. Mag sein, die eine oder andere ist natürlich modebewusst oder auch Model, aber auch da, man sieht ein Bild, aber man weiß ja gar nicht, wer ist denn die Person dahinter. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde, man sollte in allen Branchen oder bei allen Vorurteilen ein bisschen mehr hinterfragen, was macht denn dieser Mensch eigentlich? Mhm. Aber das ist ja, in der heutigen Gesellschaft geht es ja halt viel durch diese ganze sozial-mediale Begleitung. Ist halt immer schwierig, dann den Mensch auch zu hinterfragen, weil ja halt einfach, weil es halt einfach schwierig ist, da hinter den Menschen auch zu kommen, weil halt viele Leute nach außen hin einfach so wirken wollen. Und wie hast du das jetzt? Also willst du dann mit deinem Unternehmen auch schaffen, dass du dann sagst, okay, Spielerfrauen können auch was anderes sein als nur hübsch, sondern sie können halt auch nebenbei was machen. Oder beziehungsweise nee, nicht nebenbei, sondern hauptsächlich was machen. Sie können auch für was stehen. Ja, also ich hab Easy Tutor nicht gegründet, um zu zeigen, ich kann auch was anderes, sondern ja. Ich habe ja wirklich, mein Ziel war wirklich, deinen Bildungsbereich, vor allem in Deutschland, was zu bewegen. Und ist es immer noch mein Ziel. Und ich habe eigentlich, wenn ich damit konfrontiert wurde, habe ich natürlich Stellung dazu genommen, aber mein Ziel ist es einfach, also ich fokussiere mich einfach auf mein Ziel und möchte da eher Taten sprechen lassen und zeigen, dass es auch eben anders ist, als man vielleicht immer denkt. Jetzt warst du ja jahrzehntelang oder ja doch über ein Jahrzehnt lang halt irgendwie als Spielerfrau unterwegs gewesen. Gab es da auch irgendwie kuriose Vorkommnisse, wo du sagst, boah krass, das war jetzt irgendwie... Oder auch irgendwas Positives, wo du sagst, du hast wundervolle Menschen irgendwie kennengelernt. Gibt es da irgendeine Anekdote, wo du sagen kannst, die du gemeinsam mit Diego irgendwie erlebt hast, in Bordeaux, in Düsseldorf, in München? Ich meine, ihr seid ja viel rumgekommen, habt ja wirklich viel gesehen. Ja, also ich glaube, das ist so im Gleichgewicht. Also Positives, ganz klar, man reist. Ich habe natürlich neue Städte kennenlernen können, neue Leute. Wir haben Freunde schließen können. Überall verteilt auf der Welt, kann man so gut sagen. Diego und ich sind gewachsen, wir waren ja frisch gebackene Eltern. Unsere Tochter war ja ein Jahr alt, wo wir ausgewandert sind. Es war eine sehr prägende Zeit und auch eine sehr wunderschöne Zeit. Negatives, klar, man hat halt ständiges Ortwechsel. Für die Kinder war das nicht immer so leicht, sie aus dem Umfeld zu reißen. Neue Kita, neue Schule, neue Freunde. Mir hat wahnsinnig meine Familie oder uns haben die Familien gefehlt, wo wir außerhalb waren. Das sind so schon die Nachteile, die dann einen auch emotional natürlich mitnehmen. Ne? Und ich meine, Diego hatte eine sehr gute Karriere, hat aber natürlich auch dann mit seiner Verletzung zu kämpfen gehabt. Solche Sachen, ne, dass man dann schauen muss, wie kommt er da wieder raus, dass er glücklich ist, dass wir alle glücklich sind. Und das waren so die Herausforderungen im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert. Ja. jetzt habt ihr gerade so schön eingecheckt. Hast du dann in Zukunft auch irgendwie ein Interesse daran, Diego? Oder wie ist denn da deine, weil deine Frau dich ja jetzt auch, hat sie ja gerade gesagt, lang unterstützt hat oder viel unterstützt hat in deiner Profikarriere mit Verletzungen und sowas.
Willst du dann jetzt in Zukunft da auch ein bisschen was zurückgeben, jetzt wo du sagst, du hast jetzt deine aktive Karriere als Spieler beendet, sagst, okay, jetzt unterstütze ich meine Frau in der Richtung halt einfach und halt dir dann den Rücken frei, kümmere mich um die Kinder. Ja, bist du jetzt quasi der in dem Fall der Spieler. Ja, der Spielerfrau, Geschäftsmann bin ich jetzt. Geschäftsmann bist du dann, genau. Unternehmermann, genau. Hört sich nicht so schön an wie Spielerfrau. Ne? Spielerfrau ist ja schon so ein feststehender Begriff. Ja, Unternehmermann. Unternehmermann kennt man noch nicht. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir was Neues. Nein, also ich finde es echt super, was sie da machen. Also auch, wie gesagt, hätte ich das früher, vielleicht wäre ich ja noch schlauer. Nein, aber, aber wie gesagt, ich unterstütze in allem, was sie macht. Ich finde das Projekt, was die machen, auch überragend. Ja, jetzt habe ich mehr Zeit auch für meine Frau, für meine Kinder. Jetzt kann ich ja auch Pausenbrot machen oder in der Früh auch schon um 7 Uhr. Ja. Nein, macht Spaß und auch wie sie arbeitet und das, auch die Firma, wie die größer werden und das macht schon Spaß. Also bin ich schon stolz auf sie. Jetzt hat er es ausgesprochen. Jetzt habe ich es endlich mal live ausgesprochen. Ich habe darauf gewartet, dass du sagst. Musste dieser Tag kommen, damit er sagt? Nein. Diego ist mein größter Supporter und er unterstützt mich auch schon, seitdem ich hier in München bin, muss ich gestehen. Also es ist jetzt nicht nur, weil er seine Karriere beendet hatte, sondern seit dem Tag mich erst unterstützt, sondern auch schon davor und da bin ich sehr dankbar für. Man lernt auch viel. Bitte? Man lernt auch viel dazu. Also ja. Zum Beispiel? Bildung, alles. Was nimmst du jetzt da mit aus der Geschichte? Was hast du jetzt schon gelernt im Sachen Unternehmens? Eben sozusagen. Ja, also vieles, ne? Also ich spreche nicht viel mit, aber so ab und zu, manche Tipps hören sich schon auf mich. Ja. Ist dann Diego noch so als beratende Kraft dann so im Hintergrund noch mit dabei, Jessica? Ist das dann noch so? Das war von Tag 1 an. Also man darf auch nicht vergessen, so ein Spieler nimmt wahnsinnig viel Disziplin mit. Ja. Also das ist ja nicht nur einmal kicken, sondern dem wird ja auch ganz viel beigebracht und das vermittelt mir auch und ja, das hilft mir genauso, um Gottes Willen. Nee, du hast ja jetzt auch, Diego, wir hatten es ein Part mit die Aschheim-Geschichte. Sollen wir kurz zu Aschheim? Ich würde sagen, nee, weil jetzt Rückkehr nach München, den Aschheim-Part darfst du dann wieder übernehmen. Ja, wenn wir jetzt kurz über Aschheim reden wollen, du hast es ja in dem letzten Gespräch schon erzählt, dass du dich mit deinen Brüdern so ein bisschen fit gehalten hast. Denkst du, man wird dich mal in Aschheim auch so wirklich mal kicken sehen oder ist das weiterhin nur so, ach, ich trainiere da mal mit, wenn es sich ergibt? Also wie gesagt, ich habe mich ja auch ein Jahr da fit gehalten. Also klar, nach der Karriereende habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Also klar, mit Fußball will ich ja nicht ganz aufhören. Also das geht bei mir gar nicht. Also es wird mein Leben lang auch so bleiben. Klar, es ist schön, meine drei Brüder spielen in Aschheim. Mal mit denen zu spielen, ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Wie gesagt, ich lasse alles offen. Weil es kann sein, dass ich mal vielleicht spielen werde. Wie gesagt, es ist schon für mich auch was Schönes, wenn ich mit meinen drei Brüdern mal auf den Platz gehe und die andere spiele. Also das ist, glaube ich, selten. Ich glaube, es ist nur einmal gewesen, so glaube ich. Ich weiß nicht, bei welchem. Ich glaube, Bender-Brüder, glaube ich, nee. Bender, ja. Doch, die Bender-Brüder spielen doch auch in. Ich bin auch irgendwo in der Kreisliga. Also, ja. Aber dann machst du mich ja wieder zur Spielerfrau, Mensch. Stopp! Nein, aber wie gesagt. Ich mich hier raus und du wirst mich einmal wieder zurück. Wie gesagt, es ist auch. Ich finde, Aschheim, der Verein, hat ein super Fußballgelände und wie gesagt. Es würde dir Spaß machen. Es würde mir Spaß machen, mal mit meinen drei Brüdern zu spielen, wie gesagt. Ich lasse offen alles und vielleicht gibt es mal so ein Comeback mit meinen Brüdern. Kann auch sein. Weil du jetzt gerade so intensiv interveniert hast. nein, nicht wieder Spielerfrau. Was war denn das, was dich am allermeisten genervt hat an diesem Spielerfrau-Leben, Jessica? Dass ich mal weg war. Ja, eigentlich. Also, ja. Ja, eigentlich, dass Diego viel unterwegs war. Also bei Bayern war es ja extrem viel, wobei ich sagen muss, da war ich ja zu Hause, ich hatte meine Familie, da hatte ich so mein Umfeld. Aber wo wir dann in Bordeaux waren, also in Frankreich, ich war ja komplett alleine. Also unter der Woche ist er die ganze Zeit am Trainieren, am Wochenende sind die unterwegs und da war ich alleine. Und ja, das war schon hart. Und jetzt, deswegen habe ich es gesagt, weil letztens sagt er zu mir, ja Schatz, heute ist Dienstag, ich muss zum Training. Und er sagt,
Oh nee, jetzt, oder? Also ich dachte, das hat jetzt ein Ende, aber naja. Fußball kommt, glaube ich, fast vor mir. Nee. auf einem Level. Nein, aber das ist seine Leidenschaft. Er ist damit groß geworden. Wenn man bedenkt, dass er mit 4 Jahren beim FC Bayern angefangen hat, der Ball war ja viel größer als er. Das hat er jetzt im Blut. Also das, ja. Aber ist auch in Ordnung so. Also ich freue mich für ihn. Gehört ja auch einfach dann. Ja, ja. Das ist genau, wie du halt gesagt hast, Fußballer bleibt man halt immer. Das ist halt, wenn man von klein auf da, ja, gerade jetzt beim FC Bayern so einen Weg dann halt einfach geht. Und wie gesagt, Diego hat es ja schon angekündigt, er will ja eigentlich auch wieder, in welcher Form auch immer, dann vielleicht beim FC Bayern wieder zurückkehren oder da Teil davon sein. Und da ist es dann, ja, dann wird er dann auch wieder öfter wahrscheinlich unterwegs sein müssen. Dann musst du dann, aber jetzt bin ich ja wieder zu Hause. Aber dann bist du keine Spielerfrau mehr, sondern dann bist du halt Legendenfrau oder sowas. Genau. Das hört sich schöner an, Legendenfrau. Ja, stimmt, tatsächlich. Das hat dann so einen neuen... ich glaube, wir haben heute für ganz viele neue Hashtags gesorgt. ja, nee, aber du hast es, weil du jetzt gerade das auch angesprochen hast, also mit den Hashtags, als Spielerfrau hat man ja dann viele Spielerfrauen begreifen sich ja inzwischen irgendwie so ein bisschen als Influencerin, sehen sich halt auch einfach aufgrund dieser, ja, medialen Welt halt oder mit Berühmtheit ihrer Freunde, Männer, Lebensgefährte halt einfach. Wie siehst du das? Siehst du das eher ein bisschen kritisch? Oder was ist da deine Meinung dazu? Dass sie Influencerinnen sind? Ja, also ja, generell halt jemand, weil du ja davor gesprochen hast, du willst eigentlich, dass du findest es voll schade, dass die Spielerfrau nur als ja, schönes Mädel nebenan wahrgenommen wird, aber eigentlich dahinter halt auch einfach wirklich eine tolle Person meistens steckt. Und dass das halt durch diese Influencer-Geschichte halt eher schwieriger wird nochmal, weil es halt dann auch wieder, weil du dann... Also ich kenne ja jetzt viele im Influencer-Bereich, das ist genauso Arbeit. Das ist nichts, was einfach mal so, natürlich die paar Sekunden Sequenz in den Stories, die man dann von den jeweiligen Personen sieht, da hört man ja auch, was ist das schon? Ja. Und in dem Moment ist das nur ein Video von ein paar Sekunden, aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und ich verurteile das nicht. Im Gegenteil, ich finde ja, es ist doch viel schöner, dass die Frauen ja versuchen, was selbst aus sich zu machen. Ne? Also würde man ja nichts machen, dann heißt es ja auch, man lebt nur vom Mann. Ja. Und man darf halt nicht vergessen, wenn man immer mit den Jungs oder mit den Männern mitwandert, dann ist man ja auch so ein bisschen eingeschränkt, was kann man denn überhaupt alles machen? Und und ich meine, wir leben halt in dieser medialen, digitalen Welt. Warum nicht? Hm. Also ich habe ja auch mein Instagram und heißt es dann auch, bist du denn Influencer? Dann sage ich, nee, sehe ich mich eigentlich nicht. Aber wenn der ein oder andere meint, ich bin eine, dann bin ich es halt. Was ich halt einfach damit bezwecken möchte, ist so ein bisschen auch einen privaten Einblick zu gewähren in meinem Privatleben, in meinem Alltag, mit den Kindern. Und dann zeige ich halt ein bisschen was ich hier so in der Presse nicht zeigen kann oder auf LinkedIn zum Beispiel, ist ja ein ganz anderes Medium. Dann schaue ich halt, dass die Leute über Instagram ein bisschen mehr über mich erfahren, um sich auch ein eigenes Bild zu machen und nicht nur dann etwas über mich lesen und damit man halt so schnell abgestempelt. Nee, bei uns kannst du auch, du kannst auch ganz immer zu uns immer offen und ehrlich sein. Wir begleiten auch alle Einblicke. Sehr gut. Ja. Hast du noch was? Hast du noch eine Frage? Weil hätte ich zum Abschluss jetzt, ist vielleicht eine unfaire Frage, aber Hand aufs Herz. Wer wird am Ende von eurer beiden Laufbahn? Diegos Fußballkarriere ist jetzt zu Ende und gut, deine Läuft hat jetzt gerade angefangen, Jessica. Wer wird am Ende dann mehr Geld verdient haben? Ein Konto. Wir haben ein Konto. Also dann habt ihr beide zusammen. Beide zusammen. Ja gut, dann ist ja perfekt. Ja. Ja. Nee? Eine Frage. Ist egal, meistens verdient. Also, ob so, die Gesundheit ist das Wichtigste. Ja. Und wie gesagt. Genau, also vielleicht kurz dazu, ich meine, man weiß in der Fußballbranche, was die Männer verdienen können. Es spielt aber bei uns wirklich absolut keine Rolle. Also auch vielleicht zurück zum Thema von Diego. Er hätte ja noch wechseln können, aber das ist für uns nicht im Fokus. Also Geld ist wirklich ganz weit hinten.
Und Fokus ist immer die Familie, die Gesundheit und dann natürlich solche Themen, gesellschaftliche Themen, wie jetzt in meinem Bereich, im Bildungsbereich, dass wir da auf jeden Fall was weiter bewegen können. Ja. Weil du jetzt gerade sagst, Familie, denkt ihr, der Weg könnte irgendwann auch mal wieder zurück nach Italien gehen? Weil das Herz schlägt ja dann doch irgendwie auch italienisch, auch mit der Nationalmannschaft etc. Oder bleibt für euch Standbein München? Meinst du jetzt Diego fußballerisch? Oder? Nein, überhaupt nicht. Also aktuell genieße ich die Urlaube in Italien. Und was die Zukunft bringt, das weiß man halt nicht. Ne? München ist ja eigentlich auch fast Italien. Ist ja die nördlichste Stadt Italiens. Insofern wäre es ja gar kein krasser Bruch. Wir haben eben den Vorteil, dass wir ja schnell in Italien sein können. Wenn man ein bisschen italienische Luft möchte, weil das Wetter hier nicht immer so mitspielt, dann ist man in 4 Stunden dort und dann passt das. Dann kommt man auch gerne wieder zurück. Aber ihr habt auch noch, Familie ist auch noch in Italien unten, oder? Ja. Da ist in der Toskana, glaube ich, hattest du das letzte Mal gesagt. Nee, Neapel. Ach stimmt, Neapel, stimmt. Ja, fast, sorry. Aber drückst du dann jetzt auch für Napoli die Daumen, dass die jetzt das erste Mal seit 88, 89 Meister werden? Also ich will nicht lügen, also ich bin immer ehrlich. Also da meine Eltern aus Neapel sind, ich auch. Ja. Diego Maradona, also ich bin auch ein Neapel-Fan, also... Ja. Ich sage ja, mein Wunsch wäre im Champions-League-Finale Bayern gegen Neapel. Ja, ja. Stimmt, das könnte auch noch. Und für wen bist du dann? Ja, ich wollte gerade sagen. 50-50. Nein, ich sage, der Bessere soll gewinnen. Aber trotzdem, da wir auch ein bisschen also aus Neapel kommen, sind wir auch Neapel-Fans. Also schon nach 30 Jahren keine Mannschaft geholt, nach Maradona. Und da, wenn die da gewinnen, dann weißt du, was passiert in Neapel. Ja, ich wollte gerade sagen, also da 18 Punkte Vorsprung oder was? Bei noch 19 Punkte. 19 Punkte Vorsprung, da müsst ihr ja wirklich mit dem Teufel zugehen, dass da noch irgendwas schief läuft, zumal ihr auch wirklich ultra. Aber es spielen auch einen schönen Fußball in Europa, also glaube ich, einer der schönsten Fußball, was sie da spielen. Ja. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn die Champions League Finale kommen mit dir, weil. Traust du's, wem traust du es eher, so sagen wir es mal so, ins Finale zu kommen? Napoli oder Bayern? Beiden? Ja. Das musst du jetzt sagen. Nein, dein Herz schlägt für beide. Das kann ich also mein sagen. Herz ist einmal also blau wie Neapel. Ja. Ne? Rot wie Bayern. Ja, okay. Ja, das wäre tatsächlich ein schönes Finale. Dann ja, ein Traum, ja. 10. Juni in Istanbul. Weißt du, wen hat Napoli jetzt im Viertelfinale? Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt in AC Mailand. Ah, haben die? Ah ja, das stimmt, das italienische Duell. Genau. Ja, Milan ist ja tatsächlich auch echt machbar. Dann wäre es Halbfinale, ist der andere Zweig. Ne? Ja, in Bayern, also Bayern ist spielt gegen Man City und kann gegen Real Madrid oder gegen Real. Real spielt gegen Chelsea. Chelsea? Doch, Real gegen Chelsea, stimmt. Ja. Also krass. Glaube ich, schwieriger Weg. Ja. Jetzt eigentlich. Du willst nie über Fußball mit mir reden. Nee, ich frage heute noch, was abseits ist. Ja. Damit hast du jetzt aber wieder so ein Klischee als Spielerfrau bestätigt eigentlich. Ja, aber Moment, man hört ja auch, dass man sich ja die Männer nur holt, weil sie eben Spieler sind. Ja, mich stimmt. Fußball nie interessiert. Ja, Tatsache. Ja. Noch so rumdrehen. Wie habt ihr euch eigentlich damals kennengelernt? Dann wahrscheinlich eher nicht auf dem Sportplatz, oder? Auf dem Bolzplatz, hier im Innenhof. Sie war auf der Tischtennisplatte und ich habe gespielt. Ah ja, in Trudering draußen, oder was? Mit den 5 Freundinnen und ich mit meinen Jungs. Ah ja, geil, okay. Ja, hieß der Film Grease, glaube ich. So eine Art wie Grease, aber nur mit Fußball. Ich war damals 10, Diego war 12. Ja. Ach, Kolleg, ist ja süß. Dann seid ihr schon zusammen? Nein, zusammen sind wir 2011 gekommen. Ich habe mir noch ein bisschen Zeit gelassen. Ich hatte keine Zeit. Ja, stimmt. Und ich habe mir Gedanken gemacht, soll ich Spielerfrau werden oder nicht? Ja. Ach Quatsch. Nee, ich habe damals auch mit Puppen gespielt, um ehrlich zu sein. Ich habe mich da nicht für Jungs interessiert. Das ist nicht wie die heutige Zeit, ne? Mit 10 sind die schon viel weiter als wie ich damals mit 10. Stimmt, keine Ahnung, kenne ich mit denen. Als war noch nie als. War kein ja, du warst der Junge, darfst du so nicht mit drin. Ich wollte gerade sagen, ich hätte eher mit Diego dann auf dem Bolzplatz gestanden, nicht gezockt. Ich tatsächlich auch. Ja. Nein, so ändern sich die Zeit. Ja, voll. Ja, cool. Dann vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal für eure Zeit. Danke euch. Dass das alles so gut geklappt hat. Und wie gesagt, das nächste Mal
ja, machen wir es dann wirklich hier vor Ort. Dann kommt ihr in den Prunksaal mal rein, dann trinken wir einen Kaffee zusammen. Und, sehr gerne. Ich dachte, dass die Leute, die zuschauen, Fragen stellen dürfen. Wir haben leider gar keine. Ja. Ja, das ist Corbys Arbeit. Der Corby hätte den die Fragen weiterleiten müssen, oder? Nee, die müssten hier auftauchen. Ach also so. Wenn jetzt jemand, der zuschaut, noch eine Frage hat, jetzt oder nie. Ja, stimmt. Deswegen haben wir es ja eigentlich auch live gemacht. Ja. Damit es gescheit läuft. Haben wir alle Fragen beantwortet. Gar keine mehr. Nö, wir haben das alles. Ja, das ist perfekt austariert. Ja, dann verbleiben wir so, würde ich sagen. Genau. Dann hoffen wir auf ein schönes Finale zwischen Napoli und Bayern. Ich hoffe es auch. Ja. Der erste dahin fliegt. Und ja, genau. Was sind jetzt die nächsten Schritte bei euch? Was steht jetzt so in der nächsten Zukunft an, die nächsten Wochen? Also ich muss jetzt dann gleich los. Ja, was ist denn so der Plan? Ich mache meine Gartenarbeit. Jetzt habe ich Zeit. Nein, also meine Zukunft. Aber es soll noch mal Frost geben jetzt am Montag. Am Montag soll es nochmal schneien. Also nicht die Blumen noch nicht rausstellen, Diego. Nee. Ich habe schon hier ein bisschen schon klar gemacht. Ja. Okay. Nein, meine Zukunft ist ja, wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt bei den Bayern was passiert und meinen Trainerschein mache. Und ja. Wie ist das eigentlich jetzt, um da nochmal zurückzugehen mit dem Trainerschein? Bist du dann da, musst du dann auch irgendwie einmal die Woche sozusagen die Schulbank drücken? Oder so? Also war letztes Jahr war ich in Oberaching beim Ballfußverband, mal den B-Schein anzuschauen, wie das ist. Und du machst da du machst eine Woche wie Schule und Theorie und praktisch machst du. Mhm. Und dann gibt es immer so Lehrgänge. Also insgesamt dann 3 Wochen, bis du dann Prüfung hast. Mhm. Ich glaube, B-Plus und A-Scheine ist, glaube ich, in Karlsruhe. Beim BSB, glaube ich, ist es. Ah, okay. Und wie gesagt, ich mache Step by Step und schauen wir, was die Zukunft so bringt. Okay, drücken wir auch da die Daumen. Ja, Dankeschön. Ja, wird ein schwieriger Weg und langer Weg. Ja, aber auch nicht. Spaß. Ja. Also, Spaß. Was ich da schon gesehen habe, was da man so lernen muss, wie gesagt, als Fußballer und als Trainer schon verschieden. Also du musst schon mit 20 Spielern umgehen können und vorbereiten und ist schon harte Arbeit. Also, siehst du mal. Ne? Jetzt weiß ich, wie ein Trainer so tickt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, kann dir da dann Jessica da auch ein paar Tipps geben oder dass sie dann für die pädagogische Arbeit sowas? Mit Sicherheit. Ja, das stimmt schon, aber ja. Fußballerisch bin ich heraus. Ja, fußballerisch nicht mehr die pädagogische Arbeit, das dann halt. Also man kann von jedem was lernen. So, sie kam von mir, was Abseits ist. Ja. Was heutzutage, ich weiß selber nicht mal, was Abseits ist, weil nur noch Abseits sind und hier Millimeter. Ja. Aber ich kann viel von ihr auch lernen. Es ist ein Nehmen und Geben. Ja. Sie ist vielleicht schlauer als ich, ja, aber man muss auch die Wahrheit sagen. Nein, das stimmt nicht. Aber in manchen Sachen bin ich schlau. Auch wieder. Viele denken immer, weil ich ein Bildungsunternehmen gegründet habe, dass ich so oberschlau bin. Viele sind auch Fußballer, haben manchmal nichts im Kopf. Stimmt nicht. Nee. Nein. Aber das sind ja die Vorurteile, wie man als Spielerfrau, den wird ja dann auch immer, wenn mit Vorurteilen konfrontiert, genauso ist es halt mit Fußballern. Deswegen sage ich ja. Man kann von jedem Menschen was lernen. Egal. Das ist ganz wichtig für alle, die zuhören. Ja. Nee. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Hat uns sehr gefreut, dass ihr Zeit gefunden habt. Ja, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin bei allem, was ihr macht. In Zukunft und waren sehr angenehmer 38 Minuten und 55 Sekunden. Ja, dankeschön. Danke euch noch. Euch auch einen schönen Tag noch. Danke. Danke. Ciao. Ciao.